Willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8. Heute sind wir zusammen mit Baby Luigi im Rennmodus unterwegs. Boah, und ich merke gerade, ich habe mir da ein blödes Bike zusammengestellt. Das Driften fühlt sich ganz komisch an. Naja, damit muss ich jetzt auskommen, die Folge. Da bin ich ja selbst schuld. Wieder dabei ist natürlich der Eliano. Hallo Eliano. Auch wenn du mich jetzt nicht hören kannst. Ich spreche zu deiner Seele. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Und freut mich nicht, dass ich da jetzt rausgefallen bin. Ganz gut. Ja, freut mich natürlich auch, dass ihr, also du, der du gerade zusiehst, der das komische Video eingeschaltet hat, dass du dir das ansiehst. Freut mich, dass du mit dabei bist. Und, ja, eh lässig, oder? Ein bisschen Mario Kart spielen. Ein bisschen labern dabei. Da kann man nicht viel falsch machen. Und heute, wie gesagt, wieder im Rennmodus. Im letzten Video zu Mario Kart 8 fahren wir ja im Battle-Modus unterwegs. Und jetzt sind wir eben wieder hier. So, so. So, ich gucke gerade auf die Karte. Die erste Person und die zweite Person, die sind ja meilenweit entfernt. Und ich sehe gerade, Eliano ist hinter mir auf der Karte. Er fährt als sein Mi. Oh, und er hat einen Goldpilz, habe ich gerade gesehen. Okay. Wow! Wow, was ist denn da jetzt explodiert? Okay. Können wir ihn noch überholen? Ah, jetzt könnte ich fies sein. Vielleicht treffe ich ihn. Sollen wir fies sein? Oh, er hat drei Bananen. Er wird es abwehren. Schauen wir mal! Ja! Boah, wenn es jetzt mich selbst getroffen... Nein! Aber ich sag euch, das Driften mit dem komischen Bike hier, das ist echt grausam. Habe jetzt extra irgendeine Kart-Kombination genommen, die ich noch nie zuvor... LOL! Warum ist Eliano jetzt stehen geblieben oder ausgerutscht? Oder was ist mit ihm passiert? Dann bin ich voll in ihn reingefahren, aber... Dritter Platz! Damit kann ich leben. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und der vierte Platz natürlich auch nicht. War echt knapp. Wärst du nicht ausgerutscht oder was auch immer da passiert ist, wärst du auf dem dritten Platz gelandet. Und bekommst ja eh mehr Punkte als ich, also was soll's. Ach. Baby Park, da bin ich als Baby Luigi. Ja, genau richtig. Ja. Das war eher die Stimme vom erwachsenen Luigi, ich weiß, aber mir jetzt auch egal. So, das könnte chaotisch werden. Heute habe ich auch gar kein großes Gesprächsthema vorbereitet. Wir spielen einfach spontan und ich laber einfach über alles, was mir gerade so einfällt. Kacke. Was ist denn da los wieder? Boah, stellt euch vor, dann in Mario Kart 8 Deluxe, wenn jeder zwei Items halten kann, wie chaotisch es dann hier zugeht. Oh Gott. Das wird ein Spaß. Wow, das war not bad. So, einfach mal Panzer wild um mich schießen. So, wer ist denn jetzt der Erste? Der Yoshi da vorne? Nee, der hat einen Stern. Eliano, bist du... Nein. Ich blick nicht mehr durch. Wer ist Erster? Ah! Nein! Ach so, das war gar nicht die letzte Runde. Ich Trottel. Naja, okay, das wird nicht mehr viel helfen. Acht! Ganz komisch. Okay, dieser Knochenbowser-Typi war der Erste. Gut zu wissen.
Dark Kira. Okay. Okay, okay. Ja, auf dieser Strecke kann man eben nie wissen, wie es ausgeht. So, spontaner Einfall. Wir werden jetzt nachher dann doch in den Schlachtmodus wechseln, sodass wir einen abwechslungsreichen Part haben. Aber jetzt fahren wir erst noch ein paar Rennen und dann gehen wir mal in den Schlachtmodus. Ich finde, das ist echt die beste Lösung, wenn man beides in einem Video hat. So ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und es sind die skurrilsten Situationen möglich. So. Waaah! Wer war das? Hat es dich auch erwischt? Was zum Teufel? Ja, Leute, ratet mal, was nächste Woche Dienstag erscheint, am 11.04. Es erscheint dann endlich Yooka-Laylee, Leute. Ich habe hier schon tausendmal über das Spiel geredet. Ja, jetzt erzähle ich es zum 1001. Mal. Ich liebe die 3D-Plattform aus den 90ern. Super Mario 64, und natürlich die von Rare. Banjo-Kazooie. Donkey Kong 64. Conker's Bad Fur Day. Banjo-Tooie. Und ja, ich liebe dieses Genre. Ich liebe so 3D-Plattformen, wo man einfach sammeln kann. Und wo man auf skurrile Charakter trifft. Wo man skurrile Aufgaben meistern muss. Wo einfach cool sind. Ja, und wisst ihr, dann ist Rare irgendwie, also Rare, die Firma, die Banjo-Kazooie und so entwickelt hat, die ist von Microsoft aufgekauft worden und seitdem kam sowas eben nicht mehr wirklich. Und jetzt die Entwickler von, alten Entwickler von diesen Spielen haben sich zu einer neuen Firma zusammengeschlossen vor 2 Jahren, Playtonic Games, und die entwickeln jetzt einen geistigen Nachfolger zu Banjo-Kazooie, Yooka-Laylee. Ja, ich weiß, ich habe die Geschichte schon 1000 Mal erzählt, wie gesagt, aber ich freue mich jetzt. Und nächste Woche erscheint das Spiel endlich für PlayStation 4 und Xbox One und PC. Die Nintendo Switch-Fassung, die erscheint leider nicht nächste Woche, aber die kommt dann auch irgendwann. Ich warte noch auf die Nintendo Switch-Fassung, denn, kommt schon, Leute, ich habe jetzt, wie viele Jahre... 15 Jahre habe ich jetzt auf so einen neuen 3D-Plattformer gewartet. Da warte ich gerne noch 1-2 Monate länger. Ein genauer Termin für die Switch-Fassung ist nämlich noch nicht bekannt. Tut mir leid, dass ich das Spiel und die Entstehungsgeschichte und so immer wieder erwähne, aber ich will ganz sicher sein, dass jeder von euch von diesem Spiel mit was mitkriegt und dass sich jeder von euch dieses Spiel kauft. Habt ihr gehört? Es ist Pflicht! Es ist Pflicht! Es ist Pflicht! Nee, es sieht einfach atemberaubend geil aus, das Spiel. Man hat schon den ein oder anderen Trailer gesehen. Und jetzt erst letzte Woche, da haben sie den Yooka-Laylee Rap veröffentlicht von Grant Kirkhope. Ihr wisst vielleicht, ihr kennt vielleicht den Donkey Kong Rap aus Donkey Kong 64 und jetzt haben sie eben einen Yooka-Laylee Rap gemacht. Der ist ganz ähnlich aufgebaut und das ist einfach pure Nostalgie für alle Rare-Fans von damals. Oh. Jetzt echt ziemlich cool gemacht und jetzt freue ich mich umso mehr auf dieses Spiel. Eliano? It's finally time. And wie geht das? Ich kann den leider noch nicht auswendig, aber das wird schon. The game revival. Ah, ich lasse es lieber. Auf jeden Fall. Nächste Woche Dienstag erscheint das Spiel. Vor 2 Jahren wurde es per Kickstarter finanziert. Es wurden fast 3 Millionen Euro eingenommen.
Und sie wollten nur, also ein Vielfaches mehr, als sie ursprünglich wollten. Das ist echt cool. Und auch ich habe damals das Spiel mitfinanziert. Das heißt, mein Name wird auch in den Credits sein. Also Leute, wer findet mich in den Credits? Von Yooka-Laylee. Bin natürlich stolz, dass ich bei diesem epischen Spiel mitfinanziert habe. Und jetzt auch mein Name in den Credits dann verewigt sein wird. Generell, ich freue mich so sehr auf das Spiel, wie ich schon gesagt habe. Eins der Spiele, worauf ich mich am meisten freue. Oh Mann, so lang waren sie weg, die klassischen Open World 3D Sandbox Jump'n'Runs. Keine Ahnung, wie man sie nennen soll. Und jetzt sind sie eben wieder da. Yooka-Laylee. Mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Und die Musik, sie ist auch wieder von Grant Kirkhope und David Wise. Besser kann es gar nicht werden. Leute, kauft es euch. Wenn es dann draußen ist. Erscheint auch Retail für Xbox One und PS4. Eine Switch-Fassung wird zunächst nur digital erhältlich sein. Vielleicht irgendwann in der Zukunft kommt dann eine Box-Version. Ursprünglich sollte das Spiel ja für die Wii U erscheinen. Diese Version wurde dann gecancelt und jetzt kommt es halt für die Switch. Oh Mann, ich freue mich so. Der typische... Das Spiel ist typisch Rare. Das ganze Rare-Feeling kommt auf, wenn ich die Trailer sehe, wenn ich Gameplay sehe, wenn ich die Musik höre, wenn ich die Charakter sehe. Mein Gott, so viel Liebe steckt da drin. Gut, genug Werbung gemacht jetzt, oder? So, Eliano, das war die Rache von vorhin. Hoffentlich wird bald mal was zur Nintendo Switch-Fassung gesagt, wann sie rauskommt und so. Hoffentlich nicht allzu lange. Schätze jetzt nicht, dass es noch im April für die Switch kommt, aber vielleicht ja im Mai. Wer weiß das schon? Wow, wer war denn das jetzt? Muss man einfach mal abwarten. Multiplayer bietet das Spiel natürlich auch wieder. Cool, cool. So. Und es wird Eliano! Ach du Scheiße, jetzt hat er mich hier ausgenockt. Naja. So ist das nun mal. Oh ja, und die Geräusche, wenn sie sprechen, wieder so coole Sprechgeräusche bei den... Wie aus Banjo-Kazooie, das ist auch wieder cool. Glückwunsch, Eliano, übrigens. Ja, ich freue mich, ich freue mich. So, so, so. So, unser letztes Rennen für heute führt uns zur großen Drachenmauer. Schauen wir mal, wie ich da abschneiden werde. Und danach wechseln wir, wie gesagt, in den Schlachtmodus. Und schau mal, was da so abgeht. Ah, oh Mann, wieso habe ich da jetzt verschielt? Wow, der ist jetzt voll runtergeschanzt. So, erster Platz, das kann jetzt gern so bleiben. Ja, was zocke ich zurzeit? Natürlich immer noch Breath of the Wild und auch die nächsten Wochen und Monate noch. Ich lasse mir da schön viel Zeit, wie ich schon gesagt habe, und hab da meinen Spaß. Jeden Tag ein neues Abenteuer. Freue ich mich drauf. Oh oh, blauer Panzer. Saß schon auf der Karte. Aber ich hatte jetzt einen gehörigen Vorsprung, also von daher, wow. Ja, dann natürlich Snake Pass auf der Nintendo Switch. Wisst schon, das Schlangenspiel, wovon ich auch schon gesprochen habe. Demnächst.
Macht echt sehr viel Fun. Tolles Spiel für zwischendurch. Die 20 Euro war es auf jeden Fall wert. Die Steuerung ist genial. Und die Mechanik. Das Geheimnis bei Snake Pass ist, man muss sich Zeit lassen. Man darf sich da nicht hetzen. Damit man mit der Steuerung nicht durcheinander kommt. Man muss in dem Spiel wie eine Schlange denken. Also bin ich ja froh. Denn ich als falsche Schlange. Ich habe das ganz gut drauf, oder? So, so. Erster Platz. Das freut mich. Trotz meinem blöden Moped hier. Dass ich das so mehr oder weniger gut hinkriege, oder? Habe auch einen weiten Vorsprung, schaut mal. Was ist denn mit denen los, mit denen allen? Die kloppen sich da hinten, die haben alle Spaß. Und ich, der einsame Typ da vorne auf dem ersten Platz, bin weit entfernt von dem ganzen Spaß dahinter. Naja, dafür bin ich Erster, oder? Hat alles seine Vor- und Nachteile. Da oben fahren sie alle. Oh Mann. So, Erster. Das ist super. So schließt man das letzte Rennen ab, oder? So, Eliano hat wieder aufgeholt. Was für ein Platz ist er? Das interessiert mich jetzt. So, abwarten. Oh, ich sehe gerade auf dem Gamepad. Dritter Platz ist er. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wir wechseln jetzt in den Schlachtmodus. Ich bin eine schöne Sternenprinzessin. Guckt mich an. Oh, meine Haarsträhne. Ja, ich bin im Rosalina-Kostüm und seht mal, wer da ist. Da bin ich. Oh, oh. Und ich kämpfe gegen mich selbst. Ja, heute haben wir zwei Mischis hier. Wow, jetzt schiebt er mich schon weg. Oh mein Gott, das ist so gruselig, gegen sich selbst kämpfen. Oh, hey! Moment, ich räche mich. Diese Aurora hier. Die kann mir sowas doch nicht antun. Oh Gott. So, oder warte, ich kämpfe wieder gegen mich selbst. Bevor ich hier Selbstgespräche führe. Wo fahre ich denn hin? Das Lustige ist, ich wollte mich eben auch als Eliano verkleiden, also Elianos Mii nehmen. Oh, scheiße. Und ihn somit überraschen. Haha! Oh, das hat mir wehgetan. Oh, Mann. Ich bin so ein Opfer, ich verletze mich selbst. So, jetzt töte ich mich selbst. Selbstmord! Oh, verdammt. Aber ich hab noch das falsche Mii von Eliano gespeichert, denn sein neues Mii sieht jetzt etwas anders aus. Das hat jetzt so ein, das hat jetzt einen Bart. Also halt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, wo bin ich denn? Da vorne bin ich. Hallo, Mischi, bleib stehen. Wow. What the fuck? Was geht denn hier ab? Na los! Oh oh. LOL, ich habe mir selbst einen Ballon gestohlen. Jetzt haben wir beide zwei Ballons. So, ich stehle mir jetzt wieder einen. Oh, scheiße! Ist das geil gewesen. Jetzt habe ich mich leider selbst getötet. Wie dumm muss man sein. Boah, wir beide mit Dreierpanzer. Aber ich glaube jetzt mein Geist verfolgt mich jetzt sicher und will mich töten. Sehr skurril, oder? Deshalb fahre ich jetzt lieber Schlangenlinien. Denn ich bin sicher hinter mir her. Ah! Erschreck mich doch nicht so. Fuck. Okay, damit bin ich erstmal in Sicherheit. Boah, hat mich das jetzt erschreckt. Ich weiß, er ist mir dicht auf den Fersen. Ich weiß nur nicht, was für ein Item der hat. Schau, was der da rumschießt. Oh Gott. So ein bisschen Zickzack fahren, damit er mich nicht erwischen kann. So, die beiden... Wow, Bananen. Umdrehen. Und wieder umdrehen. Ein bisschen verarschen. Hey, da ist sein Schatten gewesen. Schau, da ist er. Habt ihr es gesehen? Da war der Schatten. Ich sah den Geist. Komm her!
Oh, das wäre jetzt so lame gewesen, wenn er mich noch getroffen hätte. Also ich mich selbst. Dritter Platz. Ich bin Dritter und Vierter und die anderen beiden Erster. Na, ganz toll. Das muss ich ändern. Also, wir beide. Oder halt ich und ich. Oh, Mann. Scheiße, mein 3DS ist gerade runtergefallen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Das tat mir gerade voll weh im Herz. Neben mir ist jetzt nur noch ein Cooper da. Na los, ich. Lass uns zuerst den Cooper kaputt machen. Oder weißt was? Weil ihr mich in den Kommentaren immer beleidigt, muss ich mir selbst wehtun. Ich kann nicht mehr. Ich ertrag's nicht mehr. Oh mein Gott. Lol, dieser Cooper, der muss sich jetzt auch denken. Au, Scheiße. Der denkt sich jetzt sicher auch... What the fuck? Was zum Teufel ist ein Mischi? Oh oh, und anderer Mischi hat jetzt einen Boomerang. Ich muss aufpassen. Na los, die Mischi-Armee. Achso, die sind da oben. Ich habe nur noch einen Ballon, also muss ich hier ein bisschen aufpassen. So, du entkommst der Mischi-Armee nicht. Scheiße. Habe ich doch gesagt. Oh oh, der andere Mischi kommt. Mein dunkles Ich. Was hat er? Was hat er? Oh oh. Ah, nein! Gerade wo ich den Boomerang hatte. Na los, Mischi, zeig's ihm. Zeig's dem Ungläubigen, der nicht der Mischi-Religion angehört. Ich weiß, ich höre mich ziemlich selbst verliebt an, aber. Was soll ich denn tun, wenn ich so knuffig bin? Naja. Nehmt mich nicht ernst, ich bin nur wieder in so einer komischen Laune. So. Wir Mischis, wir müssen zusammenhalten, deshalb gehe ich jetzt auf diesen Ivan. Naja, da beide Gegner hier in dieselbe Richtung fahren, werden sie sich wohl nie treffen, also liegt's an mir. Als Dritter um, oder wie? Gut, gut. LOL! Das war ich? Okay. Lass mein anderes Ich in Ruhe, hast du gehört? Yeah, nice, nice, nice. Okay, Glückwunsch, ich. Das habe ich gut gemacht. Oh, das hört sich so komisch an. Aber egal. So, jetzt sind wir wieder zu viert. Oder besser gesagt zu dritt. Wenn man mich als eine Person zählt und nicht als zwei. Fire Emblem Corrin. Apropos Corrin. Das neue Fire Emblem Echoes, dieses neue 3DS-Spiel, das im Mai erscheint. Das wurde jetzt irgendwie geleakt. Keine Ahnung wie, ich hab's noch nicht so durchgelesen. Das ganze Spiel wurde irgendwie geleakt und irgendwie sind da jetzt ganz viele Infos bekannt und vor allem gibt es in dem Spiel Datenansätze, woraus man lesen kann, oder keine Ahnung, wie soll ich das erklären? Dass ein Amiibo sowohl zum weiblichen als auch zum männlichen Corrin geplant ist. Also, dass ein Amiibo zum männlichen Corrin kommt, das ist ja ziemlich sicher, oder halt ist ja schon bestätigt. Aber dass jetzt auch einer zum weiblichen Corrin kommt, oder zur weiblichen Corrin. Das ist ja echt cool, also die weibliche Corrin, die ist ja echt heiß, seien wir uns ehrlich. Und das ist ja gar nicht so... Das kommt echt überraschend, also falls das stimmt. Denn bisher kamen die Smash Amiibo, kamen ja zu den verschiedenen Formen der Smash-Kämpfer
Sagen wir es so, zu jedem Smash-Kämpfer kam immer nur eine Version raus. Eine Amiibo-Version. Okay, Rob mal ausgelassen. Also zum Beispiel zu Darain, da gab es nur die männliche Version. Oder bei Bowser Jr., da gab es nur Bowser Jr. und keinen der Cooper Kids. Und so weiter. Bei Pikmin gab es nur Olimar und kein Alf. Wow, das war auch wieder knapp. Ja, du roter Vollpfostenmann, wer ist denn da drin, du Trottelmann? Ich zeig den an hier. Nummertafel aufschreiben. So, was ist deine Nummertafel? 1, 2, 9, 8. MK. Der kann sich jetzt auf eine saftige Anzeige... Lol, wie ist denn das jetzt passiert? Gefasst machen. Hier! Yeah. Oh. Boah, der fährt einfach weiter, obwohl ich hier vor ihm... Boah, ist das ein Trottel. Scheiße, Mann, ich war unachtsam. Ich habe mich selbst getötet. Oh, Mann. Ja, ja. Und auf jeden Fall, vielleicht kommt ja ein weiblicher Corin Amiibo. Die Zukunft wird es zeigen. Ich fände es cool. Denn die weibliche Corin ist echt, sagen wir es wie sie ist, geil. Haha. Ja, ja. Oh, ich merke gerade, wie mein Gamepad rot blinkt. Das freut mich. Also nicht rot blinkt, rot leuchtet, aber rot blinken wird es nachher auch. Darauf freue ich mich ja schon. So, jetzt sind wir wieder richtig viele hier. Guck mal auf die Karte, sind wir schon wieder einige. Und ist euch schon aufgefallen, dauernd trifft man mich irgendwie rückwärts. Alle sind gegen mich. Hoppala. So, mit Bananen komme ich nicht weiter. Oh oh, da vorne ist... ein Typi. Der Wario. Wario! Ja, okay. Heute war ein anstrengender Tag für mich, deshalb kann ich jetzt die Stimmen nicht mehr so gut imitieren. Ich bin ausgepowert. Oh, ich habe ihn tatsächlich noch getroffen. Oh, und zweimal sogar. Okay, der Wario da, der ist jetzt sicher angefressen auf mich. Oh, oh, und Mischi kommt. Schaut, da vorne ist er. Ich verstecke mich hinter der Kuh. Na los, gib mir Milch. Calcium, 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 Calcium. Oh, die Kuh. Bester Freund des Menschen. Okay, er ist weg. Wow. Fragt mich nicht, warum ich eben nach Kalzium verlangt habe. Natürlich Milch, aber... Ach, ist doch egal, was in meinem kranken Hirn vorgeht, oder? Ich brauche ein Item. Das ist jetzt viel wichtiger. Ich töte mal den Wario. Obwohl ich den schon zweimal getroffen habe, ist der erste Platz... nicht schlecht, oder? Da vorne bin ich. Oh, nice! Hat das gezählt? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht. So, ich will dem Wario entgegenfahren. Dem muss man mal zeigen. Jetzt fährt er wieder in die andere Richtung. So, ich tu mal den Larry hier töten. Ja, schau schon, wieder hat's nicht gezählt. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Jetzt kommt der Wario wieder in die Richtung. Wenn ich ihn jetzt treffe, dann sind wir gleich auf. Oh! Scheiße! Komm schon, ich muss den noch einmal treffen. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Oh oh. Nein! Wow, nice! Gut abgewehrt. Oh, war das Wario? Was glaubt ihr? Nein, Eliano, ich töte dich! Oh, jetzt gerade, wo ich den Bumerang hatte.
Okay, wenigstens auch erster Platz. Oh, das wäre jetzt noch knapp geworden hier. So, so, so. Aha. Da vorne bin ich, ja. Oh, komm schon, warum habe ich das jetzt versemmelt? So, komm, ich fahre jetzt auch mal entlang. Nehme einfach mit, den ich kriegen kann. Ohne drauf zu gehen. Ah, da ist ja mein Freund Wario. Dem kann ich ja Manieren beibringen. Und ich treffe keinen. Mit keinem Panzer. Enttäuschend. Oh, hallo ich. Fahren wir einfach mal im Kreis und schauen mal, wen wir treffen. Schade. Wow. Noch knapper geht's nicht, oder wie? Komm! Wieso? Mein Gott. So, mit dem Bob-Omb muss ich jetzt ja einen Punkt machen, oder? Schau mal, dieser gierige Larry, der will jetzt sicher ein Item. Ja, hallo, explodier doch, du Trottel! Der Bob-Omb, der ist manipuliert. Ich habe so einen herben Betrug nie ge... Ich bin letzter irgendwie auf der Liste und krieg nur einen scheiß grünen Panzer. Okay, letzter bin ich nicht, aber hab trotzdem noch keinen Punkt gemacht. Nice! Oh! Mischi flüchtet vor Mischi! Du hast mir gerade wehgetan. Böser Larry. Da bin ich ja. Hallo, ich. Hallo. Hey! Warum hat es nicht gezählt? Schon wieder nicht. Das ist so gemein. Oh, mein Gamepad blinkt rot. Ich muss da gleich mal nachladen. Au, das hat mir wehgetan. Aua. Oh, das war gemein. Ich brauche ein Item. Komm schon, wieso hat... Wie hat denn der das ausgewichen? Sind wir hier bei Matrix oder wo? Oh, nice. Doppelkill. Der war nice, ey. Das war episch. So, hab mir noch schnell ein Ladekabel geschnappt. So, dass das hier nicht zu einem bösen Ende kommt. Und wir sind wieder in der Wüste gelandet. Schade. Hab schon mal besser getroffen. Aber naja. So, ich greife jetzt auch mal rückwärts an. Das geht ja ganz gut. So. Ich leide unter Verfolgungswahn. Und zwar unter mir selbst. Ja, ich weiß, die Witze haben langsam den Bart, aber mir doch egal. Und sollen sie sich halt rasieren. So, so. Oh, schade. Ich entkomme mir nicht. Nice!
brauche ein Item. Oh oh, er kommt, er kommt. Hallo. Schade. Aber immerhin abgewehrt. So, hat er was, hat er was. Was hat er denn? Er will mich wieder rückwärts treffen. Komm, ich greife mit einer Banane an. Hier! Vitamin B! Ich hoffe mal, dass in einer Banane Vitamin B drin ist. Mir egal. Oh, scheiße. Er greift, glaube ich, an. Vitamin B! LOL, ist das cool! Haha, geil! Oh mein Gott. Oh, scheiße! Wo ist er? Oh, das war jetzt nice. Rücken an Rücken. So, fahren wir mal in die Richtung. Da kommen nämlich die anderen beiden Kollegen hier. Und ich treffe natürlich keinen. Schieß mal auf gut Glück dahin. Trifft eh keinen. Oh, Bumerang. Schauen wir mal, wie mir das gefällt. Hoffentlich treffe ich mich. LOL, hat er auch einen Bumerang? Nein, komm zurück, komm zurück. Alter! Oh Gott, ist das knapp. Komm, die letzten 10 Sekunden. Einer von uns muss sterben. Alter, scheiße. Scheiße. Okay, hat auch verschielt, okay. Das war episch und wir beide Zweiter. So, letzter Battle für heute. Die Session heute ist hier wieder sehr schnell vergangen. Hallo, ich habe eine Bombe. Oder keine Ahnung. Okay, darüber sollte man keine Scherze machen. Oh mein Gott. Ich immer mit meinem schwarzen Humor. Oh oh. Nein, nein. Nice. Boah, ich mach das wirklich gut, oder? So, Eigenlob stinkt. Nimm das. So, ich habe noch alle drei Ballons. Oh, wieso ist er jetzt gestorben? Naja, alles klar. Naja, Leute, hoffentlich hat es euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. War sehr abwechslungsreich. Danke, Eliano, dass du dabei warst. War echt lustig heute. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Zocken.